November 2023. In dieser Potsdamer Villa findet ein diskretes Treffen des Düsseldorfer Forums statt. Organisator ist Gernot Möhrig, in seiner Jugend ein führender Neonazi. Der Rechtsradikale Martin Sellner referiert über millionenfache Abschiebungen, auch von Menschen mit deutschem Pass. Anwesend auch AfD-Politiker wie Roland Hartwig, Vertrauter von Alice Weidel. Als das Treffen bekannt wird, trennt sich Weidel von Hartwig. Sie liegen richtig, wenn Sie annehmen, dass die Vertragsauflösung im Zusammenhang mit dem Treffen in Potsdam stattgefunden hat. Die AfD-Spitze um Distanz bemüht. Doch auch Weidels Co-Chef Chrupalla hatte Kontakt zu Möhrigs rechtem Netzwerk. Möhrig schreibt über ein Treffen der extremen Rechten im Oktober 2021. Dass sich der Bundessprecher der AfD, Tino Chrupalla, selbst ins Auto setzt, um vor einem kleinen privaten Kreis völlig unkompliziert und glaubwürdig Rede und Antwort zu stehen, ist wahrlich nicht selbstverständlich gewesen. Das Treffen mit den Rechtsradikalen, für Chrupalla reine Privatsache. Und von daher geht sie, wo ich mich privat mit wem auch immer treffe, ich sage es so deutlich, einen feuchten Kehricht an. Die sogenannte Massenremigration, wie sie in Potsdam gefordert wurde, solche Pläne kursieren in der AfD schon lange. 2018 reisen AfD-Abgeordnete nach Moskau. Ihr Plan? Russland soll bei der Abschiebung von Syrern helfen. In einem Brief an Putins Verbündeten, den syrischen Diktator Assad, bitten die AfD-Politiker um die geordnete Rückführung von Syrern. Die Geflüchteten sollen erst nach Russland gebracht werden, um dort für bestimmte Gewerbe qualifiziert zu werden, die in Syrien gebraucht werden. Unterschrieben haben 5 AfD-Abgeordnete, auch Harald Weil, der heute noch im Bundestag sitzt. Also es ging immer nur um die freiwillige Rückkehr und das attraktiv und sinnvoll machen des Ganzen. Abschiebung nach Syrien, wo das Assad-Regime Krieg führt gegen die eigene Bevölkerung. Ein definitiv perfider Plan, das so zu spielen. Sie werden ja nur nach Russland gebracht, die werden noch qualifiziert. In Wirklichkeit aber geht es für sie nach Syrien und für viele daher auch vermutlich in den Tod. Sie nennen es Remigration und meinen die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland.